Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge American Truck Simulator mit mir, dem Ernie. Servus und als allererstes natürlich erstmal, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund, ihr seid alle fit im Schritt, das ist das Wichtigste. Ja, wie sieht's aus bei mir? Heute leider erstmal die letzte ATS-Folge, weil ab morgen bin ich auf Reha für 3 Wochen. Wenn alles so läuft wie geplant, bin ich am 20. November dann auch wieder da. Und dann hoffe ich auch, dann Ausfahrt rechts nehmen, dass ich dann als gesund entlassen werde und dann auch ruckzuck arbeiten gehen kann. Nehmen wieder. Ausfahrt rechts. Also laut den Unterlagen heißt es ja dann, oder beziehungsweise nach diesen Bestimmungen heißt es ja dann, wenn man als gesund entlassen wird, muss man den nächsten Werktag, wenn man von der Reha kommt, dann auch gleich wieder zur Arbeit. Und das wird dann wohl hoffentlich auch so sein. Das heißt, ich werde mich dann wohl aus der Reha dann schon in der Firma melden können und denen dann sagen können, Leute, es sieht so und so aus, plant mich ein, und die werden mir dann sagen, was dann Phase ist. Wobei ich natürlich dann erstmal gespannt bin, die werden wahrscheinlich dann auch erstmal rumquieken mit meinem ganzen Resturlaub, der sich ja 9 Dollar Maut bezahlt. Okay, das erste Mal Maut bezahlt. Auch nicht schlecht. Die werden sich dann wahrscheinlich erstmal aufregen wegen dem Urlaub, der sich jetzt ja angesammelt hat, da ich ja so lange krank war. Und dann wollen wir mal schauen, wie das dann vonstatten geht. Aber ich hoffe, ich darf dann erstmal ein paar Runden fahren, beziehungsweise erstmal wieder voll mit einsteigen. Das dazu. Ja, wie gesagt, die Folge seht ihr dann morgen, wann auch immer. Da werde ich dann wohl schon auf Reha sein, wenn ihr das seht, sehr wahrscheinlich. Es geht morgen sehr früh los. Mein Zug fährt hier um 4.20 Uhr, 21 dann ungefähr ab und ich werde so 10 Uhr noch was, 10.30 Uhr oder so werde ich dann wohl da ankommen. Und dann mal schauen, was mich erwartet. Ja, ich werde mich dann aber auf jeden Fall, so hatte ich mir das zumindest gedacht, da das ja mit den Let's Plays dann da unten nicht funktionieren wird mit dem Aufnehmen und dies und das und jenes, mit dem Handy dann mal hier und da mal melden. Bei YouTube, TikTok und Instagram, also zumindest habe ich mir das fest vorgenommen, dass ihr dann mal so einen kleinen Zwischenbericht habt, wie es mir so ergeht und überhaupt und hast du nicht gesehen. Naja, das ist so zumindest der Plan. Ja, Erkältung. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, geht es mir schon viel, viel besser als die letzten 2-3 Tage. Man hört es wahrscheinlich auch so ein bisschen. Doch, muss ich sagen, also das läuft so ganz gut. Ich bin auch ganz glücklich drüber, dass ich dann morgen, dann nicht mit so einem Durchhänger und wieder Maut bezahlt, 9 Dollar, jawohl, dass ich dann morgen nicht mit einem Durchhänger da im Zug sitze und da ankomme und dies, das, jenes, weil da wird es wohl auch so eine Eingangsuntersuchung geben mit Blutabnehmen, dies, das, jenes, und dann wird dann wohl dementsprechend dann, ja, meine Therapien oder was auch immer dann da Sitzungen eingeleitet. Genau. Das, darum geht es dann ja der Ganze auch dabei. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie das dann da vorangeht. Also ich bin da sehr gespannt, bin da sehr offen und auch neugierig. 3 Wochen ist eine lange Zeit, Leute. Ich weiß das selber, aber es soll ja der Wiederherstellung meiner Arbeitsfähigkeit dienen und nichts anderes ist es ja auch. Ja, wollen wir mal schauen. So, was gibt es Neues vom Ernie? Erstmal hier wohl eine fette, dicke Baustelle. Rechts halten. Eine fette, dicke Baustelle, so wie das hier aussieht. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Jetzt müssen wir mal hier so ein Kreisding fahren. Das heißt, hier wahrscheinlich jetzt schon die rüber. Ausfahrt rechts. Ja. Nicht, dass wir uns jetzt hier noch bei der letzten Folge hier vor der Reha noch vereimern. Also irgendwie hier kreuz und quer fahren und nicht ankommen. Das wäre ja noch so ein Ding. Aber ich denke mal, den Auftrag werden wir heute definitiv abschließen. Ich habe mir mal die Kilometer angeguckt. Das müsste heute eigentlich passen. Bitte links halten. Ja, wir halten uns links. Ja, wir fahren ja auch wieder rauf. Also hat uns hier nicht groß behindert, die Baustelle. Gott sei Dank. Was dürfen wir? 55? Dann machen wir das auch. So. Was haben wir denn in Ingame-Zeit jetzt überhaupt? 16:29. Das heißt, wir werden wohl... Also das wird sich jetzt... Tulsa, jawohl. Erster Aufenthalt. Wieder was erkundet. Wir werden jetzt nicht noch pennen gehen. Ich denke mal, wir werden die letzten Meter jetzt wohl auch noch so schaffen. Das hoffe ich zumindest. So, allerdings jetzt. Was gibt es Neues? Also gestern war
im Großen und Ganzen eigentlich nicht so viel tagsüber. Kamin angemacht, dass einem warm wird und ja, habe mich dann auch wieder gedopt mit vielen Medikamenten. Was heißt mit vielen? So vielen sind das gar nicht. Aber dieses Pulver, was ich jetzt zu mir nehme, was ich euch schon mal erzählt habe, dieses Zeug aus England da, was ganz gut hilft, dreimal täglich. Ein bisschen Ibo und dann funktioniert das schon. Das werde ich heute genauso machen. Und werde mir auch noch was mitnehmen und dann werde ich das auch dann ruckzuck im Griff haben. Dann war gestern die Überraschungsgeburtstagsparty unserer Tochter. Das musste ja ein paar Mal verschoben werden, leider. Aber gestern hat es dann endlich dann doch geklappt. Sie hat sich sehr gefreut und wir hatten dann auch einen recht netten Abend, waren viele Leute da. Die dann dabei war, dabei waren bei der Feier. Wurde schön was beim Griechen bestellt. Oh, herrlich, so schön Gyrosfleisch und dann hier sämtliche Fleischangebote, die so ein Grieche dann natürlich auf der Karte hat. Schöne Salatplatten, dann gab es dazu Pommes und diesen, ja, diesen typischen links halten. Tomatenreis, den es dann ja auch immer bei ihm gibt, ne? Herrlich, war super. Also Essen war reichlich da, es war noch so, so viel über. Und ja, nee, war echt spitzenmäßig. So, wartet mal. Bitte links halten. Alles klar, jetzt hätte ich mich hier noch... Jetzt wäre es fast passiert, Freunde. Jetzt wäre es wirklich fast passiert. Nee, wie gesagt, Essen war super und dann gab es natürlich auch diverses zu trinken. Also ich habe mich dann bei Bier aufgehalten und dann gab es diese typischen kleinen Klopfer. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich das überhaupt gestern hinbekommen habe mit meiner Erkältung, aber... Das habe ich ganz gut weggesteckt, weil das wollte ich mir dann wirklich nicht nehmen lassen, jetzt noch bevor ich abhaue und vor allem die Geburtstagsüberraschungsfeier, da wollte ich unbedingt dabei sein, also da habe ich wirklich alles dran gesetzt und es hat auch ganz dann geklappt. War wirklich ein ganz, ganz toller Abend, haben da ordentlich gebechert, nicht reingespuckt und das war in Ordnung. Und es geht mir heute auch eigentlich ganz gut, noch nicht mal einen dicken Kopf oder so etwas, gar nichts. Gar nichts diesbezüglich. Sehr schön. Ja, apropos trinken. Käffchen, Prösterchen erstmal, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Heute hat es aber mit mir. Heute will es aber wissen, ja. Die Ausfahrt rechts. Machen wir. So, wollen wir mal sehen, da oben. Rechts abbiegen. Ich sehe schon, da wird dann wieder... rechts abgebogen. Lass mal gucken hier. Biege nach rechts ab. Moment mal. Da sieht ganz gut aus. So schön, schön aufpassen, nicht, dass wir über irgendwo. Das nicht, dass wir irgendwo anecken. Super. Sehr schön. So. Was dürfen wir? 45? Gut. Entschuldigung, wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh, 6 Meilen, wir sind ja gleich da. Links also da habe ich mir ja... Und dann links abbiegen. Ganz umsonst hier Sorgen gemacht. Wir sind ja gleich schon da. So. Eine Ampel. Biege und nach ist links es auch natürlich... Ab. Was heißt natürlich? Es ist gleich mal grün. Sehr schön. Sonst stehen wir ja immer ewig und 3 Tage. Oh, Moment mal. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das Gesicht nicht, dass wir ihn hier noch anecken. Nein, sieht gut aus. Passt. Sehr schön. Sehr schön. Demnächst 40. Rechts abbiegen. Geht das wieder auf eine Baustelle? Biege nach rechts ab. Na gut. Scheint nicht so. Sieht eher aus wie ein ja, Industriegebiet hier. Sehr schön. Plugget, okay. Mit Schranke. Dann schauen wir mal. Moin! Alter, die ist hier nicht kalt mit der Glatze? Um Gottes Willen. So. Dann wollen wir mal schauen, wo jetzt der Trigger hier ist. Und das geht jetzt wahrscheinlich erstmal hinten rum. Das ist ja merkwürdig. Auch schon Verladebereich hier. Okay. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Sieht ja richtig cool aus. Oh, hier sind noch 15. Ups.
Ein bisschen dolle schnell. Über dem Gelände, ne? Okay. So. Warte mal. Irgendwo muss doch jetzt hier... Ne, das geht noch eine ganze Ecke weiter hier. Da hinten ist das erst. Also da hoch wahrscheinlich. Dann gehören die hier wohl irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen zusammen. Wir werden sehen. Weil da steht auch Plugget, ne? Ja. Aber gut. So. Immer geradeaus. Immer. Sicher? Okay. Aber wo ist jetzt hier... Ja, ich weiß es auch nicht, Sushi. Dann fahren wir mal hier rum. Wo soll denn hier der Trigger... Ach, da vorne. Das ist ja ein verwurscheltes Ding hier. Na gut. Dann schauen wir mal. So. Wir sind heile angekommen. Na, das ist doch schön. Einmal Lucky Lucky machen. Ne, mit dem langen Ding habe ich da... Ne, da habe ich keinen Bock zu. Das machen wir so. Den fahren wir da schön hin. Ich habe keine Lust, heute noch auf der letzten Folge mir hier so einen abzuwürgen. Definitiv nicht. So, wollen wir mal schauen, ob wir ihn hier schön reinkriegen. Warte mal, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, Stück zurück wieder. Zack. Sehr schön. Dann werden wir ihm mal abhalftern. Wollen wir mal schauen, was es hier wird, ne? Also, ausgezeichnet, jawohl, Kontostand. Da gibt es ordentlich was dazu. Okay. Ah, fast. Ah. Naja, gut. Okay. Fast 25 ist nicht schlimm. Dann wollen wir jetzt mal reinschauen. Wir sind jetzt bei $293.930. Sehr schön. Den Auftrag haben wir auch. Wir gucken nochmal auf die Bank. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es letztes Mal gemacht haben. Wir haben jetzt noch 96.396 übrig. Das ist nicht mehr viel. In den Fähigkeiten, ja. Da können wir bei Fernfahrt noch was machen. Zerbrechliche Fracht. Da geht auch noch was, auf jeden Fall. Definitiv. Da gucken wir auch nochmal bei unseren Angestellten mal fix rein. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Fahrermanager, ne? Hier, ne? Genau. So. Ja, sie hatten wir auf Fernfahrten gesetzt. Sie ist jetzt wohl noch unterwegs. Endet in 8 Stunden. Okay, unsere Betts ist noch 6 Stunden unterwegs. Und der Sydney, der ist noch ja, 39 Stunden unterwegs. Na denn. Obwohl, nee, der schläft gerade. Der schläft gerade. Der macht gerade Schicht. Naja, muss ja auch mal sein, ne? Ja, Freunde, ich möchte jetzt eigentlich gar nichts mehr Neues so wirklich anfangen. Denn, wie gesagt... Es ist jetzt ja Pause. Es ist jetzt, ja, ein kleines Verabschiedungsding gewesen. Ihr wisst jetzt auch das Neueste, was ich gestern gemacht habe. Heute steht bei mir noch Sachen packen an. Klamotten packen, die Checkliste abarbeiten, Medikamente, alles, was dabei muss, dass ich nichts vergesse. Dass wirklich morgen nur noch einmal nochmal hier duschen. Den Rest dann wieder von den Toilettensachen einpacken und dann Kaffee trinken und dann geht's ab dafür. Ja. Wie gesagt, habt auf jeden Fall ihr eine schöne Zeit. Ich hoffe, bei mir geht es auch mehr oder weniger schön zu und die Zeit geht dann auch schnell rum. Ich werde das hier ganz vermissen, auf jeden Fall auch hier diese ganzen Let's Plays mit euch und freue mich ganz doll, wenn es dann wieder losgeht. Das ist jetzt kein Betteln, aber bitte haut nicht ab, bleibt mir treu. Die neueste Information jetzt, wir haben 417 Abonnenten jetzt, das ist total klasse. Ich freue mich, wen kann ich vorlesen? Und zwar, der Name ist auch nicht schlecht. Der heißt, ich kenne dich nicht. Dankeschön für dein Abo. Ja, wie gesagt, wen sehe ich jetzt hier noch? Finn Elias Füller, Stefan 86, Kerst Nischke, wie gesagt, und all die auch, die ich nicht vorlesen kann, die ihr Konto bei YouTube nicht öffentlich haben. Vielen, vielen lieben Dank für eure Abos. Ja, wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich dann alle wieder. Und lasst es euch gut gehen. Ich werde mich zwischendurch mal melden und dann würde ich sagen, bis dann.
Euer Ernie, grüßt euch ganz, ganz lieb. Bis dann, ciao, ciao.